Griechische Mythologie, Einführung in die Mythologie und den Ursprung des Menschen in der griechischen Mythologie. Hallo, in diesem Video werden Sie einen kurzen Kontext der griechischen Mythologie und ihrer Figuren sehen, der es Ihnen ermöglicht, die folgenden Videos, in denen jeder der in diesem Video kurz erläuterten Aspekte ausführlicher behandelt wird, besser zu verstehen und zu erweitern. Der Mensch ist von Natur aus ein symbolisches Wesen, und gerade im Bereich der Symbolik zeigt sich die Fähigkeit, Vorstellungen zu entwickeln, die über die eigene physische Existenz hinausgehen, und somit die Existenz einer parallelen und interagierenden immateriellen Welt anzunehmen, die durch den Einsatz von Vernunft und Intelligenz als Plattform dient, auf der man Antworten und Erklärungen für das Universum, das sie umgibt, finden kann. So war und ist die Mythologie als idealer Raum zur Erklärung des Übernatürlichen in der individuellen und kollektiven Vorstellungswelt aller Kulturen präsent. Mythen, wie auch mythologische Wesen, geben Antworten auf die tiefsten Fragen der Menschen nach den Geheimnissen ihrer eigenen Existenz und ihrer Rolle im Universum als denkende Lebewesen. Alle menschlichen Gruppen haben seit prähistorischen Zeiten verschiedene Erklärungsebenen für die von ihnen beobachteten Naturphänomene entwickelt, indem sie ihre bekannte Welt der Dinge, Tiere, Naturerscheinungen und kollektiven Erinnerungen, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden, mit einer imaginären Welt verbanden, indem er ihnen durch Sprache die Fähigkeit verleiht, sich selbst zu reproduzieren, sich durch die Zeit zu bewegen und durch das direkte oder indirekte Eingreifen von übernatürlichen Wesen, die den Menschen ähnlich sind, wenn auch mit überlegenen Fähigkeiten und Fertigkeiten, aber auch mit denselben Tugenden und Fehlern in überragendem Maße und mit magischen Kräften, Gutes oder Böses hervorzubringen. Was die mythologische Entwicklung der Griechen betrifft, so ist es wichtig festzustellen, dass sie weder radikal neu oder anders ist als das, was es vorher gab, noch origineller als das vorangegangene mythologische Gerüst, das von anderen Kulturen entwickelt wurde. In ihrem mythologischen Verständnis suchten die Griechen nach Erklärungen für die täglich auftretenden Naturphänomene wie Blitz, Sturm, Nacht, Mond, aber auch für den Sinn ihrer Existenz, den Tod und das Leben nach dem Tod. Genau diese Fragen versuchten sie mit ihrer Mythologie zu klären. Die griechische Mythenstruktur beruht auf der Systematisierung der mündlichen Überlieferung durch Homer und Hesiod um das 12. Jahrhundert vor Christus. Die Besonderheit dieses mythologischen Konstrukts besteht darin, dass es in einem komplexen Beziehungsgeflecht entwickelt wurde, in dem die Götter selbst zueinander, aber auch zu den Menschen in einem Szenario stehen, das in der Lage ist, das Ganze und alles, was in der Welt geschieht, zu erklären. Beginnen wir mit den Ursprüngen der Welt und der Menschheit. Der Ursprung der Welt, der Erde, des Himmels, der Ozeane, der Himmelskörper, insbesondere der Sonne und des Mondes, und so weiter. Neben den Umständen, die das Leben der Menschen umgeben, waren dies die ersten und wichtigsten Fragen, die es zu klären galt. Die einfache Beobachtung der Existenz einer Ordnung, die mit einer gewissen Logik in bestimmten Mustern der Natur ausgestattet ist, führte dazu, die entgegengesetzte Idee zu konzipieren, nämlich die frühere Existenz des Chaos als Prinzip. Es geht um den Urzustand, einen unbegrenzten Raum, in dem sich die Materie in einem trägen und völlig unorganisierten Zustand befindet. In diesem Sinne legte Hesiods Vision nahe, dass es sich um Materie ohne Form und unendlichen Raum handeln könnte. Es war eine ursprüngliche Lehre, aus der alles entstanden ist, auch das Universum und die griechischen Götter. Nach Hesiod war das Chaos auch ein entfernter, unterirdischer und schattenhafter Ort. Aus dem Chaos entstanden Gaia, die ewige und unerschütterliche Lebenskraft aller Dinge, die Göttin der Erde, und Eros, der Fürst der Liebe und der Schöpfung, das Symbol der Anziehungskraft, die die Elemente zusammenführt und Leben hervorbringt. In der Schöpfungsgeschichte der griechischen Mythologie ist die Schöpfung im Gegensatz zur hebräischen Vorstellung der Bibel nicht das Ergebnis des Willens eines einzigen übergeordneten Gottes, sondern der Vereinigung aller Wesen unter dem Einfluss der Liebe, die durch Eros dargestellt wird. Ohne männliche Hilfe gebar Gaia Uranus, den Sternenhimmel, den Wohnsitz der Unsterblichen, der sie befruchtete. So war Uranus der Sohn und Ehemann von Gaia, der Erdmutter. Aus dieser Verbindung gingen die Titanen hervor, die im Folgenden näher beschrieben werden. Oceanus, er war der Titan des Ozeans und aller Salzwasserkörper. Mit Thetis war er der Vater der Ozeaniden, der 3000 Meeresnymphen. Thetis, Göttin des Wassers, insbesondere des Süßwassers. Zeus oder Pol, stellte die Sterne dar, insbesondere den Nordstern. Mit Phoebe gebar sie Asteria, Leto und Lelanto. Krio, mit der Titanin Eurybia zeugte er Perses, Pallas und Astreo. Er war bekannt als der Gott der Herde. Hyperion, er repräsentierte das Licht der Morgendämmerung und war der Gott der Beobachtung. Iapetus, Vater von Prometheus, Atlas, Minetius und Epimetheus, Te, Göttin des Sehens. Rhea, Göttin der Fruchtbarkeit und Mutterschaft. Zusammen mit Kronos gebar sie mehrere olympische Götter. Themis, repräsentiert Gerechtigkeit und Ordnung.
Mnemosyne. Sie repräsentierte das Gedächtnis, mit Zeus hatte sie die Musen. Kraneus, er war die Personifizierung der Zeit und der wichtigste und jüngste Titan der ersten Generation, nachdem er seinen Vater Uranus gestürzt und kastriert hatte. Er wurde mit einer Sichel dargestellt. Er war der Vater von Zeus, Demeter, Hera, Poseidon, Hades und Hestia. Wenn Sie mehr über diese Figuren, die Titanen und Titaniden der ersten und zweiten Generation der griechischen Mythologie, erfahren möchten, sehen Sie sich die Videos auf meinem Kanal an. Sie werden es lieben. Nach der Geburt von Kronos verfügten Gaia und Uranus, dass keine weiteren Titanen mehr geboren werden sollten, und so folgten die Zyklopen, einäugige Wesen, und auch die Hekatonchires oder Sentiments, ausgestattet mit einem riesigen Körper mit 50 Köpfen und 100 Armen, wahre Dämonen der Dunkelheit, die in den Kampf mit ihrem Vater Uranus ziehen, der sie in die Eingeweide der Erde wirft. Dann wendet sich Gaia, erzürnt über Uranus' brutales Vorgehen gegen ihre Kinder, an ihren Sohn Kronos, der Uranus' Herrschaft ein Ende setzen kann. Nach Hesiod war Kronos der jüngste und verdrehteste, der schrecklichste von Gaias Söhnen, der auf die Klagen seiner Mutter Gaia hin seinen Vater kastrierte und mit seiner Schwester und Frau Rhea als Gemahlin und den anderen Titanen als seinem Hofstaat zum Herrscher der Götter wurde. Rhea war eine Gottheit der Höhlen und Berge, der Mauern und Festungen, der Natur und der Tiere. Die griechische Überlieferung besagt allgemein, dass Aphrodite nach dieser Kastration aus dem Meer auftauchte, nachdem die Hoden ihres Vaters ins Meer gefallen waren. Aus dem Chaos entstanden auch Erebus, der Urgott und die Personifikation der Dunkelheit und des Schattens, der alle Ecken und Winkel der Welt erfüllte, sowie Nyx, die Göttin der Nacht. Nyx, die Nacht, zeugte mit ihrem Bruder Erebus, der Dunkelheit, ein Urgötterpaar, Äther, die reine Helligkeit und Leuchtkraft, und Hemera, die den Tag repräsentierte. Gaia und ihre Nachkommen haben auch eine große Zahl von Gottheiten hervorgebracht, die unter anderem mehrere Naturkräfte verkörpern. Thanatos, Tod. Hypnos, Schlaf und Träume. Nemesis, Rache, Alter, Zwietracht, Betrug. Sowie viele andere Allegorien, die in den folgenden Videos auf diesem Kanal im Detail besprochen werden. Kronos schließt sich seiner Schwester Rhea an und zeugt Hera, die Ehefrau und Schwester des Zeus, die für ihre gewalttätige und rachsüchtige Art bekannt ist, vor allem gegenüber den Geliebten und Nachkommen des Zeus, aber auch gegenüber den Sterblichen, denen sie begegnet. In der altgriechischen Mythologie ist das Reich des Hades der neblige und düstere Aufenthaltsort der Toten, auch Erebus genannt, in den alle Sterblichen eingehen. Poseidon, in der griechischen Mythologie ist Poseidon der Gott der Meere, der die Erde aufgewühlt hat und für Erdbeben verantwortlich ist. In seiner wohlwollenden Art schuf Poseidon neue Inseln und sorgte für ein ruhiges Meer. Wenn er verärgert war oder ignoriert wurde, schlug er mit seinem Dreizack auf den Boden und verursachte Überschwemmungen, Erdbeben, Untergänge und Schiffbrüche. Zeus, der König der Götter und Menschen, der über die Götter des Olymps herrscht wie ein Vater über seine Familie. Er ist der Gott des Himmels und des Donners und damit der Energie. Er ist bekannt für seine zahlreichen Affären und Geliebten, aus denen viele Götter und Helden hervorgingen, darunter auch der König der Welt. Athena ist die Göttin des Krieges, der Zivilisation, der Weisheit, der Vernunft, der Intelligenz, der Strategie im Kampf, des Sieges, der Wissenschaften, des Handwerks, der Industrie, der Erfindungen, der Künste, des Handwerks, der Schifffahrt, der Helden, der Stärke, des Mutes, des Schutzes, des Stadtstaates, der Bildung, der Gerechtigkeit, des Rechts und der Geschicklichkeit. Apollo, der Gott der Künste, des Bogens und des Pfeils, der von hoch oben am Himmel drohte oder beschützte und mit dem Licht der Wahrheit identifiziert wurde. Er ist der Gott des plötzlichen Todes, der Seuchen und Krankheiten, aber auch der Gott der Heilung und des Schutzes vor bösen Mächten. Er ist auch der Gott der Schönheit, der Vollkommenheit, der Harmonie, des Gleichgewichts und der Vernunft, der Initiator der Jungen in die Welt der Erwachsenen, der Beschützer der Hirten, der Seeleute und der Bogenschützen. Artemis, die griechische Göttin der Jagd, der wilden Tiere, des jungfräulichen Landes, der Geburten, der Jungfräulichkeit und der Jungfrauen, die die Krankheiten der Frauen brachte und linderte. Hermes, der Botengott, der Gott der Grenzen und der Reisenden, die sie überqueren, des Witzes und des Handels im Allgemeinen, der Schlauheit, der Diebe und der Lügner und derjenige, der die Seelen in der Unterwelt, dem Hades, leitet und auch der Erfinder des Feuers ist. Persephone, Göttin der Fruchtbarkeit der Erde, sie gilt als die Königin der Unterwelt. Die bekannteste Theorie besagt, dass Hades Persephone entführte und sie in die Unterwelt brachte, wo er sie zu seiner Königin machte. Eine andere Version besagt, dass Zeus der Hochzeit zugestimmt hat, da er keinen Konflikt mit Hades wollte. Dionysos, Gott der Fruchtbarkeit und des Weines, der den rituellen Wahnsinn und die Ekstase inspirierte. Perseus, Held der griechischen Mythologie.
Er ist der Sohn von Zeus und Danae, der Prinzessin von Argos, was ihn zu einem Halbgott macht. Er ist der große Held, der das Leben der furchterregenden Medusa beendete und ihren Kopf benutzte, um seine Feinde in Stein zu verwandeln. Herakles, Held der griechischen Mythologie, Sohn von Zeus und Alkmene, einer sterblichen Königin. Er ist der berühmteste der griechischen Helden, der Prototyp der Männlichkeit und der Anführer des Olympischen Ordens im Kampf gegen die ketonischen Ungeheuer. Seine außergewöhnliche Kraft ist die wichtigste seiner Eigenschaften, aber auch Mut, Stolz und Männlichkeit. Er gilt als Vorfahre der Könige von Sparta. Der Begriff Ketoniker bezieht sich auf die Götter oder Geister der Unterwelt, im Gegensatz zu den himmlischen Gottheiten. Helena, Helena von Troja oder Helena von Sparta ist eine Figur aus der griechischen Mythologie, deren Name Feuerbrand oder Fackel bedeutet. Sie galt als Tochter des Zeus und wurde von vielen Helden wegen ihrer großen Schönheit begehrt. Sie wurde von Paris, dem Prinzen von Troja, verführt oder entführt, was zum Trojanischen Krieg führte. Minos, König von Kreta, er war der Sohn des Zeus. Obwohl er im Jenseits eine glänzende Karriere als Richter über das Schicksal der verdammten Seelen machte, wies er die Götter zurück, nachdem sie ihm ein Zeichen für das Recht gegeben hatten, König von Kreta zu werden, vor allem, indem er die Wünsche von Poseidon ignorierte und beschloss, einen beeindruckenden weißen Stier, der aus dem Meer auftauchte, nicht zu opfern. Dies erzürnte Poseidon so sehr, dass er Minos, Frau Pasiphae veranlasste, sich in den Stier zu verlieben, und aus ihrer anschließenden Kopulation mit dem Stier resultierte die Geburt des Minotaurus. Die Musen, in der griechischen Mythologie waren die Musen weibliche Gottheiten, die über die verschiedenen Arten von Poesie und Musik sowie über die Künste und Wissenschaften herrschten. Die Musen waren 9 an der Zahl und wurden in 9 aufeinanderfolgenden Liebesnächten zwischen Zeus und Mnemosyne, einer der Titaninnen, geboren. Diese Musen sind also die Enkelinnen von Göttern wie Uranus und Gaia. Nymphen, die Nymphen werden in der griechischen Mythologie als Sekundärgötter der Natur bezeichnet, man findet sie in der Luft, im Wald und im Wasser, sie sind Töchter des Zeus, man konnte sie anflehen, aber auch fürchten, sie zeichneten sich durch ihre engelsgleiche Anmut aus, sie repräsentierten Fruchtbarkeit und Leben, außerdem waren sie für die Erziehung von Menschen, Tieren und Götterkindern zuständig. Diese magischen Geschöpfe heilten verwundete Menschen, Pflanzen und Tiere, streichelten sie, waren freundlich, intelligent und strahlten Freude und Liebe aus. Wenn Sie mehr über diese Figuren, die ketonischen Ungeheuer, Musen und Nymphen der griechischen Mythologie erfahren möchten, sehen Sie sich die Videos auf meinem Kanal an. Sie werden es lieben. Nachdem wir die Nachkommen von Gaia in aller Kürze gesehen haben, fahren wir mit der Geschichte fort. Kronos fürchtete, seine Kinder könnten sein Reich bedrohen und ihn entthronen, so wie er es mit seinem Vater Uranus getan hatte, und beschloss, seine Kinder zu verschlingen. Doch seiner Mutter Rhea gelang es, Zeus zu retten, indem sie die Schatten der Nacht ausnutzte und ihn auf die Insel Kreta, auf den Gipfel des Berges Ida, brachte, wo sie ihn in den Tiefen einer Höhle versteckte. In der Zwischenzeit überreicht er Kronos einen großen Stein, als ob es sein Sohn wäre, den er sofort und ohne zu zögern verschlingt. Zeus wächst im Wald auf und wird von der Ziege Amalthe gesäugt. Als Erwachsener sucht er seinen Vater Kronos auf, den er zwingt, seine Brüder auszuspucken und ihn in die Tiefen des Universums. In den Bereich unter der Erde und den Meeren, zu vertreiben, wodurch sich seine Befürchtungen, von seinem Vater entthront zu werden, erfüllen. Zeus ließ sich daraufhin auf dem Olymp nieder und begann zusammen mit seiner Schwester Hera seine Herrschaft an einem Hof, der aus seinen anderen Geschwistern und anderen Göttern bestand. Er stößt jedoch auf Rivalen, wie die Titanen, andere Söhne von Gaia und Uranus, die auf dem Berg Otris wohnen. Die Titanen versuchen, den Olymp zu erklimmen, aber sie sind der Macht des Zeus nicht gewachsen, der die Waffe des Blitzes besitzt, mit der er sie in den Abgrund der Tartarei schleudert, wo 300 riesige Steine dafür sorgen, dass sie nicht mehr herauskommen, was das zerklüftete Gebiet Griechenland symbolisiert. Schließlich triumphiert Zeus auch über seine letzten Widersacher, Typhon, den Dämon der Wirbelstürme, und die vier Giganten, Enceladus, Hyperbios, Ephialtos und Polybotos, ebenfalls Söhne von Gaia und Uranus, die unter dem Ätna und anderen Vulkanen gefesselt sind, wo sie unaufhörlich ächzen und beben, was die zahlreichen Erdstöße in Griechenland und die Fumarolen der Vulkane erklärt. Auf diese Weise löst die Ordnung das Chaos ab und die ungeordneten Kräfte der Natur werden einer höheren Intelligenz unterworfen. Zeus ließ die Gestalt von Pandora, der ersten Frau, in Ton formen, die dem Gott Epimetheus geschenkt wurde, und aus ihrer Vereinigung entstand die menschliche Rasse. Die erste Generation der Menschen lebte in einem goldenen Zeitalter, in dem sie mit den Göttern zusammenlebten, keine Ängste, keine Müdigkeit und keine Schmerzen kannten und die Vitalität ihres Körpers ohne Altersbeschwerden dauerhaft bewahrten. Sie waren vollkommen glücklich, und obwohl sie, im Gegensatz zu den Göttern, sterblich waren, kam der Tod für sie wie ein Schlaf. Die ersten Menschen, die starben, wurden von Zeus in wohltätige Genien verwandelt, die über die Lebenden wachten, ihr Verhalten beobachteten und ihre Tugenden belohnten.
Die zweite Menschengeneration hingegen lebte in einem silbernen Zeitalter, war aber der ersten Generation weit unterlegen. Sie waren faul und litten unter einer permanenten kindlichen Dummheit. Doch Prometheus, Sohn eines Titanen, stahl Zeus das Feuer, das ausschließlich den Unsterblichen vorbehalten war, und gab es den Menschen als Symbol für den unendlichen Fortschritt. So verließen die Menschen ihre ständige Stille, konnten aus den Höhlen heraustreten und sich gegen die Unbilden des Winters verteidigen, verhüteten und schmiedeten Metalle und begannen so den Weg ihrer ständigen Verbesserung. Auf das silberne Zeitalter folgte das Bronzezeitalter, in dem die Menschen, die zu robusten und gewalttätigen Wesen geworden waren und Waffen aus Bronze besaßen, die Götter verstießen und sie nicht mehr verehrten. Wütend warf Zeus Prometheus auf den Gipfel des Kaukasus, wo ein Adler seine Leber fraß und die Sintflut über die Menschheit brachte. Alle Menschen gingen unter, bis auf Deukalion, den Sohn des Prometheus und seiner Frau Pyrrha, der, als die Fluten zurückgingen, durch Ehren und Opfer die Vergebung des Zeus erlangte und für das Menschengeschlecht Vergebung und Auferstehung erwirkte. Auf die Bronzezeit folgte die Eisenzeit, in der wir uns immer noch befinden, obwohl die Menschen immer noch auf die göttliche Flamme zählen, die Prometheus ihnen als Mittel zur Überwindung von Widrigkeiten gegeben hat und dank der es eines Tages einem Menschen gelingen wird, es den Göttern gleich zu tun und die Menschen in das goldene Zeitalter zurückzuführen. Nächstes Video, die Urgötter der griechischen Mythologie. Sie werden es lieben. Für weitere Videos über Geschichte, Mythologie, Philosophie oder Kunst besuchen Sie meinen Kanal in der Videobeschreibung.